Voller Liebe betrachte ich deine Seele, allerliebstes Menschenkind. Ich bin Mutter Maria und breite mein Herz für dich aus. Ich umarme dich mit dem Licht meiner Seele und der Liebe einer Mutter. Und so spreche ich den himmlischen Gruß der Liebe zu dir. Mit Omar Tasat, geliebtes Kind, fühle dich willkommen und fühle dich erwartet von mir, Mutter Maria. Ich überbringe die heutige Botschaft durch das Medium Nirjana und ich habe mich darauf vorbereitet, dich zu dem großen Feld der Transformation zu begleiten. Und dieses Feld habe ich begonnen, in Quintas für dich vorzubereiten. Und ich habe eine Brücke gespannt von Quintas zu dir. Zu dir direkt in dein Zuhause. Denn die Energien von Quintas sind bereits sehr intensiv. Sie wurden von vielen Lichtpionieren genährt. Und so leuchtet Quintas in einer ganz besonderen Art und Weise. In einer ganz besonderen Helligkeit. Es ist das Licht der neuen Zeit. Und so habe ich eine Lichtbrücke gebaut. Und diese Lichtbrücke wird für die Zeit, in welcher ich meine Botschaft zu dir bringe, die Energie der Transformation zu dir in dein Zuhause bringen. Und so bitte ich dich jetzt, das Licht der Liebe einzuatmen. Und ich bitte dich, deine göttliche Flamme zu fühlen und dich, soweit es geht, mit deiner göttlichen Flamme zu verbinden. Es ist der göttliche Funke, welcher dich niemals vergessen lässt, wer du in Wirklichkeit bist. Und es ist der göttliche Funke, welcher heute Abend deine Seele an ihre Ursprünglichkeit erinnert, so wie du vor Gott, vor der höchsten, bedingungslosen Liebesenergie erscheinst, vollkommen, perfekt, so wie deine Seele in Wirklichkeit ist. Und so atme nun diese Energie der Vollkommenheit in dich hinein. Atme die Erinnerungen an dein vollkommenes Sein in dich hinein, denn jetzt in diesem Moment fließt Nektum zu dir, die Erinnerung an deine Göttlichkeit. Und so sehe ich, wie dein Licht zu strahlen beginnt, wie deine Aura sich ausdehnt und leuchtet. Und nun bitte ich dich noch, all das, was dich die letzten Tage so schwer belastet hat, noch einmal zu rufen. Denn die transformierende Energie
wird all das von deiner Seele nehmen, was du jetzt nach oben fließen lassen kannst. Und so wird nun die Energie bereits zu dir getragen. Es ist die transformierende Energie, welche ich dir heute zur Verfügung stelle. Bade in dieser Energie. Lasse dich so tief fallen, wie es dir möglich ist. Ich, Mutter Maria, halte diese Energie für dich. Und so darf nun all das gehen, was dich belastet hat. Es darf alles gehen, was dich festhalten lässt an alten Strukturen, welche du für dieses Leben nicht mehr benötigst. So nehme jetzt einen tiefen Atemzug und lasse los. Aus der reinen Transformationsenergie erscheint eine Lichtgestalt. Betrachte diese Lichtgestalt. Es ist Jesus. Und so wird dir Jesus jetzt zwei Finger an die Stellen deines Körpers auflegen, welche dir schmerzen. Er wird das transformieren, was dir hinderlich ist. Und er wird auch seine zwei Finger auf die Strukturen in deiner Aura legen, welche dich blockieren, welche dich nicht vorankommen lassen. Lass es geschehen, es geschieht voller Liebe. Die Engel beginnen zu singen. Sie sind zu dir gekommen, in dein Zuhause und sitzen zu deinen Füßen. Sie halten mit mir, Mutter Maria, das Feld der Transformation. Und nun beginnt sich dieses Feld zu bewegen. Es schwingt in dem gleichen Rhythmus, wie deine Seele schwingt. Es entsteht ein Feld der Harmonie der größten Liebe. Und alles, was diese Vollkommenheit hindert, wird transformiert. Gebe dich diesen Bewegungen hin, vertraue, denn alles, was geschieht, geschieht speziell für dich heute Abend. Die Engel singen die Töne der Transformation. Eine große Reinigung findet statt. Ich stehe auf deiner linken Seite und Jesus steht rechts von dir. Spüre die große Kraft der Transformation, welche dich reinigt.
Und nun legen wir unsere Hände, eine auf die Schulter und eine auf dein Haupt. Es darf alles gehen, was dir hinderlich ist. Die Energien fließen durch dich hindurch. Transformation geschieht. Lege du deine Hände auf dein Herz und spüre deine Seele, spüre dein Licht. Atme tief ein und aus. Atme das Licht der Transformation in dich hinein. Spüre, wie es dich reinigt und all das nimmt, was dir hinderlich ist. Die Engel sitzen dir zu Füßen und betrachten dich voller Liebe. Dein Lichtkörper glänzt. Er trägt das Licht der neuen Welt, welche du erschaffst. Und je reiner du bist, desto schöner wird diese Welt werden. Und so nimmt die Energie der Transformation jeden Zweifel von dir. Sie dehnt dich aus, macht Platz für das Licht der Vollkommenheit deiner göttlichen Seele. Und nun, allerliebstes Menschenkind, stelle dir das vor, was für dich gerade jetzt wichtig ist. Wünsche dir das, wovon du träumst, so wie dein Leben auf der neuen Erde sein soll. Denn die Transformation hat stattgefunden und du trägst das Licht der Liebe in dir. Und mit diesem Licht der Liebe darfst du nun manifestieren, was für dich wichtig ist, für das Hier und Jetzt. Und so lasse die Bilder entstehen aus deiner Seele, aus deinem Herzen heraus. Mutter Maria und Jesus werden diese Bilder segnen. Wir tragen dir die Fülle des Lebens, die Fülle der Gesundheit, der Liebe, der Kraft, des Friedens und der Leichtigkeit in deine Strukturen. Dies alles verbindet sich mit deinen Wünschen. Und du fühlst dich wie neu. Du fühlst dich klar und rein, stark und sicher und weißt, dass du vertrauen kannst, dass dein göttliches Licht dir den Weg zeigt durch die Dualität. Und dass dieses Licht immer für dich scheint,
Das weißt du jetzt ganz genau. So erheben sich die Engel, verneigen sich voller Liebe vor dir. Und Jesus und Mutter Maria tragen dich sanft voller Liebe aus dem Feld der Transformation in dein Hier und Jetzt zurück. Das Feld der Transformation wird geschlossen. Es hat für dich gewirkt, zu deinem allerhöchsten Wohle. Noch einmal fließt die Liebe aus dem göttlichen Feld zu dir, um dir zu sagen, so wie du bist, bist du richtig und gut. Die Liebe und das Licht ist mit dir. Und so verneige ich mich voller Freude vor deinem Licht und werde jetzt mich zusammen mit Jesus in die Wirklichkeit begeben. Aber jedes Mal, wenn du uns rufst, sind wir da, um dich mit unserer Liebe zu empfangen. Die Transformationskraft macht jetzt Platz für Heilung, für noch mehr Heilung, noch mehr Licht, noch mehr Liebe an Anascha.